Wir sind in der vierten Sequenz, der vierte Morgen, an dem wir uns mit der Evolutionsreihe befassen. Vielleicht gibt es Menschen, die noch neu dazugestoßen sind. Die Evolutionsreihe ist eine Abfolge von 12 Bewegungsprinzipien, 12 Lauten, wie wir in der Eurythmie sagen, Buchstaben, die in einer speziellen Reihenfolge sich quasi die vorbereitende Energie für die nächste Stufe weitergibt. Es macht keinen Sinn, wenn man sich mit dieser Reihe beschäftigt, irgendwo mittendrin reinzuspringen. Wenn man für sich in eine innere Entwicklung kommen möchte oder an einem Prozess die Entwicklung erkennen möchte, macht es immer Sinn, vorne beginnen. Dann kann man mal schneller, dann langsamer durchgehen, aber das baut aufeinander auf. Wenn man eins überspringt, hat man eine Lücke und dann ploppt das ganze System in sich zusammen. Nochmal zur Erinnerung oder für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Steiner gibt diese Reihe als Anregung. Interessanterweise sagt er gar nichts drüber. Und es gibt so ein paar interessante Momente in seinem Werk. Die gibt er quasi wie eine verschlossene Schatzkiste. Hier habt ihr eine Schatzkiste, ihr müsst den Schlüssel selber finden, um das aufzumachen. Und da drin könnt ihr ganz viel entdecken. Er hat wirklich kaum was drüber gesagt. Das, was er gesagt hat, findet man auch im Buch. 3 Wörtchen, 2, 3 Sätzchen, sonst nichts. Aber was er als Anregung mündlich mitgegeben hat, wenn Sie sich mit dieser inneren Bewegungsabfolge, mit diesem Entwicklungsprinzip beschäftigen, dann können Sie sich im Prinzip die Probleme selber lösen. Fragen, die im Leben auf Sie zukommen, selbst innerlich in Bewegung bringen, auf die Schliche kommen, was da verborgen ist. Ich hätte keine meiner Vorträge halten müssen, wenn Sie das selber beherrschen. Und das ist schon eine kräftige Aussage und damit gibt er uns auch eine Eigenverantwortung. Wenn wir uns selbst damit beschäftigen, können wir diese inneren Gesetzmäßigkeiten entdecken. Das nochmal zum Beginn. Wir haben in der ersten Sequenz uns mit BMD befasst, dann kam NRL. Gestern haben wir betont, kommt diese Mittezäsur, dass die erste Hälfte im Prinzip wie ein Geschenk ist und die zweite Hälfte, die muss selbst erworben werden. Das ist die Eigenleistung. Das dritte Päckchen ist GCHF und heute wollen wir in den Abschluss kommen, SHT. Für diejenigen, die es noch nicht haben, auf dem Klavier liegt da die Evolutionsreihe als Buchzeichen. Es ist auch eins im Buch selber drin, dass man immer wieder gucken kann, wie ist die Reihenfolge, wenn man das für sich vertiefen möchte. Wir beginnen, es hat keinen Sinn, dass wir jetzt bei S einsteigen, weil dann fehlt uns der ganze Unterbau. Wir gehen da aber ein bisschen zügiger durch, dass wir dann betont SHT angucken heute. Legen Sie wieder eine Hand auf Ihren Solarplexus, vegetatives Nervensystem, Bauchgefühl, gibt es ganz verschiedene Ausdrucksweisen, und die andere Hand aufs Herz. Ich muss hier wieder ein bisschen aufpassen. Sie atmen ein paar Mal gut durch. Spüren Ihre Füße gut. Versuchen Sie mal ein bisschen, dass man nicht erstarrt im Stehen, sondern so ganz leise, das können ein paar Millimeter sein, Gewichtsverlagerung, die Wirbelsäule ein bisschen strecken, ein bisschen wieder lösen, dass Sie innerlich ganz leise bewegen, dass wir nicht im Körper erstarren. Die Augenmuskeln ein bisschen lösen, die Kopfhaut, Rückenmuskulatur, Nacken. Gut bei sich sein. Das ist das Zentrum in uns drin. Jeder hat da eine Schatzkiste vergraben. Die bringt er mit und es ist eine Aufgabe, dass wir während des Lebens, früher oder später, diese Schatztruhe immer mehr öffnen können
um das zu entwickeln, was eigentlich in uns schon an Bedürfnissen, an Begabungen drin liegen. Jeder hat eine Begabung. Und dieses Innenleben, kann man sagen, das ist der Edelstein. Das mag noch ein Rohling sein, den man erstmal schleifen muss, aber die meisten haben schon sehr gut angeschliffene Edelsteine in sich drin. Muss es nur mal entdecken. Genau. Und da beginnen wir mit dem ersten Schritt, mit dem B, dass wir uns wie aus dem Umkreis betrachtend erstmal selbst in Fokus nehmen, beobachten, wer bin ich denn, was möchte ich denn, wo fühle ich mich wohl. Ich bilde für mich einen Raum, einen Innenraum. Und ihr könnt es selbst bestimmen, wie groß ihr das heute braucht. Wir sind jetzt schon 4 Tage hier, dann ist man ein bisschen müder von dem ganzen Programm. Dann darf das auch ein bisschen enger sein, bis dahin, dass man sich selbst berührt. Dass man diese Hülle, diese Schutzhülle bis zur Haut und vielleicht sogar unter die Haut, durchs Gewebe, bis in die Mitte, bis zu den Organen, bis zum Herz, bis zur Lunge hin wirken lässt. Wenn ich reich angefüllt bin und merke, boah, jetzt gehe ich mit einem gepackten Rucksack nach Hause, dann darf das auch groß sein. Dann gehe ich eben richtig angereichert, angefüllt aus dieser Tagung wieder weg. Darf jeder selber entscheiden, wie es für ihn ist. Genau. Und wichtig ist, beim B, das ist ein Stoßlaut, der wird dem mineralisch-irdischen zugesprochen, dass man nicht verwässert und irgendwo so in einem Schlammloch endet, sondern dass es eine Form bekommt. Ich gebe mir selbst die Form. Keiner von außen hat da reinzureden. Wenn ihr leicht angreifbar seid, wenn euch Leute beleidigen, immer ins Gärtchen treten, dann guckt drauf, dass die Hände sich überlappen, dass die nicht offen sind und das Gartentürchen offen ist oder das Fenster offen ist, dass da jeder reinspazieren kann. Dann schließt ihr das richtig. Ist ein Schutzlaut. Genau. Und aus diesem Schutzlaut, aus diesem Schutzraum, kann ich mir bewusst werden, was will ich denn für mich im Leben? Das muss man sich auch noch mit 60 und 70 fragen. Noch viel existenzieller ist es mit 20, weil da das ganze Leben vor einem liegt. Das könnt ihr nur selbst da drin feststellen. Die Basis von der ganzen Entwicklungsreihe ist das B. Jetzt gehen wir mit einer Hand. Ich habe vielleicht eine Ahnung oder ein Gefühl oder vielleicht sogar konkret, was ich für ein Bedürfnis habe. Ich möchte gerne mit Menschen in Verbindung kommen. Ich gehe mal gucken, was gibt es denn da draußen alles für Menschen? Ich gehe in die Wahrnehmung und diese Wahrnehmung bringe ich als Erfahrung, als Begrifflichkeit zurück. Also die in dieser Sparte, die finde ich ein bisschen anstrengend. Ich nehme die zwar wahr, aber das spricht nicht so mein inneres Bedürfnis an, mich mit denen zu verbinden. Dann gehe ich vielleicht in den Kindergarten. Oh ja, die ticken ja ganz anders. Das interessiert mich, da fängt bei mir innerlich was an zu leben. Da möchte ich mich mehr damit verbinden. Kleinkinder oder alte Menschen oder in der Uni oder ich gehe in ein Handwerk. Das sind alles verschiedene Menschenqualitäten. Darf jeder selbst entscheiden. Und diese zwei Qualitäten von rausgehen und wahrnehmen, um die Wahrnehmung als Erfahrung zurückzuholen, bis in eine Begriffsbildung, die werde ich beide in einen Prozess übergehen lassen. Das ist die klassische Urbewegung von M. Die tritt aber in Hunderten, Tausenden von verschiedenen Variationen auf. Das könnt ihr auch im Unten-Oben machen. Ich verbinde die Beziehung von oben nach unten, gehe wahrnehmen, was kommt denn von unten. Und das von unten nach oben ist eine andere Qualität. Ich kann das auch im Rechts-Links machen.
Immer wo sich zwei gegensätzliche Prozesse durchdringen und ergänzen, kommen wir in die M-Qualität. Normalerweise brauche ich ein ganzes Wochenende, um einen Laut vollumfänglich mal darzustellen. Das mache ich jetzt in ein paar Minuten. Also da kann man ganze Geschichten, kann man ganze Phänomene, Lebensphänomene dran entwickeln. Nur dass ihr merkt, da ist viel dahinter. Ich muss das jetzt alles so ein bisschen raffen. Also aus diesem Austausch, aus diesem Dialog, werde ich innerlich erfahrener. Wenn ich viele Erfahrungen, Wahrnehmungen habe, bildet sich meine Lebenserfahrung. Und die gibt mir mein Lebenserfahrungsteppich. Darauf stehe ich, darauf baue ich mein inneres Selbstbewusstsein. Alles, was ich erfahren habe, sammle ich wie auf einem Konto, ein bisschen komisch gesagt, und da stehe ich drauf und verlasse mich drauf. Ich kann aber auch feststellen, sie hat auch Erfahrungen gemacht und dann lasse ich die Erfahrungen dort. Also nicht nur immer auf mich selbst bezogen, sondern das kann ich auch in der Welt feststellen. Genauso wie ich ein B für jemand anderen machen kann, nicht nur für mich. Dann ist der Fokus beim anderen. Wenn ich das Baby umarme, ist der Fokus Baby und nicht mein Inneres. Also das Prinzip B, etwas fokussieren und umhüllen, mich drum kümmern. Er kümmert sich tadellos, muss man auch mal sagen, er ist immer im Hintergrund, dass die ganze Technik funktioniert. Er macht andauernd B, M, D in seinem Bereich, sonst würde es nicht funktionieren. Da könnten wir mal klatschen. Genau. Da macht er nicht Eurythmie da hinten, aber die Grundprinzipien, dass er nachher den Überblick hat, dass er genau weiß, oh, da ist jetzt ein Fehler, da muss ich eingreifen, muss er alles bemerken. Könnte man alles mit der Evolutionsreihe darstellen, welcher Prozess zu welcher Qualität gehört. Ist nicht, dass man da eurythmisierend hinstehen muss. Also, wir waren beim D, Grundlage schaffen. Und diese Grundlage hat ein ganz tolles, eine tolle Wirkung. Wenn ich mir was erarbeitet habe, kommt mir da draus eine Haltekraft entgegen. Es ist wie ein Gegenstrom, der mich aufrichtet. Und zu diesen dreien, BMD, habe ich die letzten Male schon gesagt, das ist das Survival Set. Wenn ihr euch damit beschäftigt, beschäftigt euch intensiv mit diesen dreien. Weil dann kommt ihr mal richtig für euch auf den Boden. Teilweise seid ihr natürlich auf dem Boden, ist ja klar. Aber das ist jeden Tag wieder eine neue Herausforderung. Ich mache das seit 30 Jahren und ich muss immer wieder neu auf den Boden kommen, weil jeden Tag eine neue Herausforderung da ist. Also, man ist standfest. Und aus dieser Standfestigkeit bin ich fähig, verschiedene Anregungen, die es sonst noch im Leben gibt, und da gibt es tausendfache Anregungen, die gehe ich mal erst entdecken. Ich muss überhaupt meine Sinne aufmachen. Ich finde das in einem Buch. Jetzt haben wir übers Internet eigentlich alle Fenster in die Welt offen. Da kann ich ganz viele Dinge entdecken, die ich zu mir nehme, die mich bereichern. Gestern habe ich gesagt, hellgrün und dann dunkelviolett als Stofflichkeit, die mündet in einem hellviolett nach innen. Ich schluck eigentlich diese Erfahrung ganz in mich rein. Und das kennt ihr bestimmt. Die Jungen sind jetzt mehr die Generation, die im Internet wie Fische rumschwimmen. Da habe ich es viel schwieriger mit, muss ich mir richtig erarbeiten. Da habt ihr bestimmt das Gefühl, man hat so viele Eindrücke, die kann man gar nicht alle verarbeiten. Und da würde ich euch anraten, seid wählerisch, nicht alles. Weil das ist wie wenn man zu viel isst, da wird es einem übel. Und wenn es einem übel ist, kann man nichts mehr machen. Dann ist man wie gelähmt. Seid wählerisch. Man kann ja mit einem Riecher, mit Antennen dahin, aber da ist auch was, nee, das nehme ich nicht zu mir. Ich muss nicht alles ausprobieren an einem Buffet, sondern ihr pickt das raus, wo ihr den Eindruck habt, das brauche ich. Und das verinnerlicht ihr. Nicht zu viel. Und das, was ihr reingenommen habt, das integriert ihr in das, was ihr schon veranlagt habt, was ihr gelernt habt. Wir lernen von dem ersten Tag an. Das wird wie reingemischt. Bisschen komisches Beispiel, wenn wir einen Kuchen backen,
Dann nehme ich Zucker, bisschen Salz, Vanille, Mehl, Butter, verschiedene Aspekte und dann muss ich das erstmal richtig mischen. Beim Brotbacken ist es ganz wichtig, das muss dann erstmal gerührt werden und wenn das gerührt wurde und sich gut vermengt hat, dann kann der Teig aufgehen. Da muss ich den ein bisschen Zeit lassen, dann fängt diese Mischung an, aufeinander zu reagieren. Und aus dieser Reaktion im Brot gibt es dann eben leise Luftblasen oder eine Verwandlung in den Eiweißen und so weiter. Und es ist beim Menschen genauso, wenn ich was reingenommen habe, in mir verbunden habe. Das ist nicht von heute auf morgen. Wenn ihr Japanisch lernt, dann geht das erstmal x Wochen, bis ich die ganzen Worte und Klänge und so reingenommen habe, bis ich das mit mir in eine Verbindung bringe, bis ich fähig bin, mein erstes Sätzchen zu sagen. Das ist quasi das Aufgehen des Teiges, bildhaft. Dann wird das in mir aufblühen, bis ich gar nicht mehr über die Worte nachdenken muss und ich aus meinem Innenleben mich mitteilen kann. Es ist ein Aufblühen, das Bewusstsein, ich habe mir eine Fähigkeit angeeignet und die trägt mich, es ist wie ein Blumenstrauß, der aufgeht. Das kann man in der Elektronik, das kann man beim Brotbacken, das kann man im Französischunterricht, das kann man in allen Bereichen, wo man Fähigkeiten bilden kann. Kommt man an einen Punkt, wo sich zeigt, das habe ich jetzt drauf oder das kann ich jetzt umsetzen. Genau. Und jetzt ist die Frage, ich kann fließend Englisch oder fließend Französisch und genieße das, dass ich mich damit zurechtfinde, ich kann mich austauschen und vielleicht kommt irgendwann mal das Gefühl, Russisch wäre eigentlich auch ganz schön. Dann fange ich eigentlich beim B mit Russisch an, bis ich Russisch kann. Es gibt ja Leute, die können 15, 20 Sprachen, für mich unfassbar, die fangen diesen Prozess immer wieder an, bis sie da drin aufgehen. Und dann kann die Frage kommen, das habe ich gestern schon formuliert, dass innerlich eine Fragestellung entsteht. Da gab es einen Beitrag. Was soll ich mit dem? Soll ich nochmal 10 Sprachen dazu lernen? Was will ich mit dem? Was ist meine Aufgabe? Also ich werde plötzlich in diesem sich entfalten, auf mich zurückgeworfen, wohin will ich mit diesen vielen Blumensträußen? Könnt ihr das nachvollziehen? Neulich war mal das Thema, wie kommt man zum Erfolg? Ich mache da so eine Coaching-Ausbildung, das war eine Thematik und dann war das Thema, ja, es gibt Menschen, ist egal, was die anpacken, das führt zum Erfolg. Dann macht man das Nächste, komm, also das kann sie nicht so gut, macht man das. Und es gelingt auch. Und irgendwann kommt man dazu, ist ja super, dass es einem so leicht von der Hand geht, aber was soll ich mit dem? Da kommt plötzlich eine Ich-Frage, eine Edelstein-Frage. Und da ist die Zäsur, da kann mir keiner von außen irgendwas sagen, was ich mit den 10 Sprachen anfangen soll. Muss ich selbst bestimmen. Das heißt, jetzt kommen wir in die zweite Hälfte. Durch die eigene Erkenntnis, durch mein eigenes Licht, mein eigenes Durchstrahlen, wie ich mich selbst ergreife, gehe ich noch durch die Unklarheit, gelb strahlend, durch eine graue Wand, dicker Nebel, aber die Sonne kann da durchscheinen, bis ich mir meinen eigenen Raum gebe, das möchte ich damit erreichen. Ich möchte es gerne weitergeben, ich möchte in eine Schule gehen. Oder ich will das Phänomen Unterschied Französisch, Russisch, Russisch-Japanisch herausarbeiten. Das ist mein Ziel, das ist mein Raum, mein Rahmen, den ich mir stecke, was ich damit erreichen will. Das sind nur einfach kleine Beispiele, das müsst ihr dann selber für euch rausknobeln, was der Rahmen ist. Und in dem G haben wir eine Umstülpung von B. B als Urbild der Madonna, der schwangeren Mutter, die sich zur Verfügung stellt, dass wir da drin gedeihen, bis wir reif sind und zur Welt kommen, um dann in unsere Erfahrung zu kommen. Der selbst
gewählte Raum ist das G, das muss ich von innen gestalten. Man könnte sagen, ich gebäre mich selbst. Ich bin meine eigene Mutter. Alles komische Worte, aber vielleicht könnt ihr das innerlich nachvollziehen. Ich bin verantwortlich, dass was aus mir wird, dass ich meinen Raum schaffe. Und nicht hätten mich doch meine Eltern mal da in diese Förderschule gebracht. Hätten meine Eltern mich da gefördert, dann wäre ich jetzt auch jemand. Das ist kindisch. Das ist pubertär. Das müssen wir vergessen. Wir können selbst die Zügel in die Hand nehmen und uns selbst gestalten. Das ist das G. Das G ist auch ein Schutzlaut, ein Schutzraum. Und dann gehe ich durch diesen selbstgestalteten Raum mit meinem Interesse mal zu einem anderen hin. Wie macht denn der das? Und ich hole mir eine neue Idee. Ich pack mir ein Buch in die Hand, gehe da drin lesen und lass mich inspirieren. Ich gehe an eine Tagung und höre mal ganz andere Zusammenhänge. Ob die dann mich betreffen, das kann ich selbst entscheiden. Muss nicht urteilen, was ist das für ein Quatsch, was die da über Anthroposophie erzählen, dann ist das nicht mein Weg. Dann lasst das mit dem CH in Bezug auf Anthroposophie. Da müsst ihr was anderes suchen. Es liegt bei euch, ob ich mich mit sowas verbinden will. Das, was als Erfahrung zu mir kommt, wirklich reinlassen, wieder eins werden mit mir selbst. Und diese Inspiration, die löst in mir einen Funke aus, genau so mache ich es. Da hat man das F. Weiß, die Idee, die kommt erstmal von hinten, in mich rein, durch mich durch und ich versuche sie erstmal zu ergreifen. Dass wenn eine Idee kommt, wie bei einer schwierigen Rechnungsaufgabe, da hat man doch manchmal das Erlebnis, oh, jetzt habe ich es gehabt, aber ist schon wieder vorbei, ich weiß es nicht mehr. Also kann ich so wach sein, dass wenn die Lösung kommt, dass ich wach bin, jetzt habe ich es. Und deswegen machen wir das erstmal mit Fäusten. Sehr uneurythmisch, aber es ist mir egal. Weiß von hinten, durch mich durch, die Idee, Zündholz, Zündstreichholz in den Heuhaufen, wow, und die Begeisterung, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Es ist ein Feuerlaut. Nochmal, eine Idee kommt durch mich durch in mein Inneres und das ist wie ein magisches, jetzt ist mir egal, jetzt fange ich an. Ob die anderen es wollen, ob es der richtige Zeit, das entscheidet alles ihr. Wir machen es nochmal ohne zu krallen, sondern mit dem Beispiel, was ich gestern gebracht habe, mit dem Buch, Steiner hält ein Buch hin und sagt, das ist F. Was wir von der Tradition kennen, ist dieses Weiterfliegen. Es ist super, aber das ist nur das Weiß. Das kommt nirgends an. Das zündet nicht. Also, es zündet, dass ich den Inhalt auch von dem Buch kapiere. Idee durch mich durch und ich habe es begriffen. Und die Urgestalt von F ist von unten nach oben. Es richtet mich auf. Nochmal machen wir so ein Hinten-Unten. Hinten, unten, durch uns, durch und F. Super. Jetzt habe ich was. Und jetzt ist die Aufgabe, jetzt kommen wir in die drei letzten, mit denen muss ich anfangen zu gestalten. Dieser Funke, diese Idee mit dem Stoff in eine Beziehung bringen. Den Begriff, die Idee, den ich ergriffen habe, versuchen mit dem Stoff quasi wie zu verweben. Und das Schwierige ist jetzt, dass die beiden Arme, die beiden Hände machen so Schlangenlinien, das S. Jeder ist selbstständig, aber die wissen immer genau, wo der andere ist. Also nicht so, da weiß der andere nichts von dem anderen. Sondern da ist immer wie so ein Gummi, wie so ein unsichtbarer Faden, dass ich spüre, die sind immer in Beziehung. Gedanklich kann man sagen, das ist die Zusammenhangsbildung. Wie ich verschiedene Begriffe aufeinander beziehe und dadurch Zusammenhänge beginne zu durchschauen. Das ist gedanklich eine Sache bis auf den Grund zu ergreifen. Wenn man gestalterisch, unternehmerisch unterwegs ist, muss ich die Idee verbinden, durchdenken,
bis in die Stofflichkeit rein und ich kreiere was Neues. Das ist der Schöpfungsakt. Das Schöpfungsprinzip schlechthin, dass ich verschiedene Prinzipien in eine Beziehung bringe und die Nägel mit Köpfen, so mache ich's. Die Urfigur ist, dass die zwei wie ineinander dringen und sich steigern. Das kann man so machen, das kann man verschiedene Richtungen, die können auch hintereinander in was rein. Es gibt wieder tausende von Variationen. Die Beweglichkeit bündelt sich in die Stofflichkeit rein. Die einzige Figur, die schwarz hat. Schwarz ist der Repräsentant von Stoff. Weiß der Repräsentant von Licht, von der Idee. Also das S kreiert neues, sogar neues Leben. Eine ganze Kunstschöpfung, ob eine Skulptur, ein Gemälde, ein soziales Event wie hier, wenn es auf den Boden kommt, Nägel mit Köpfen bekommt, sind wir mitten im S. Interessant ist, dass die verschiedenen Tierkreiszeichen, da kennt man die alten Darstellungen, die wirken auf unsere Organisation und zu den Tierkreiszeichen kann man die Qualitäten dieser Laute in eine Beziehung bringen. Und da wird interessanterweise, das S gehört zum Skorpion, wird zur Bildung der ganzen unteren Reproduktionsebene Geschlechtsorgane zugeordnet. In den Geschlechtsorganen haben wir die Fähigkeit, Leben zu erzeugen. Wenn es das nicht gäbe, gäbe es uns alle nicht. Also durch diesen Teil von der Organisation sind wir fähig, Leben hervorzubringen. Und das ist das Prinzip am Leib, was dem S zugrunde liegt. Nochmal S. Jeder ist kreativ, schöpferisch, macht sein Kunstwerk und kreiert es. Jetzt ist die Frage, interessiert das jemand, was ich da gemacht habe? Ein Gedicht, ein Gemälde, eine Veranstaltung? Steht das einfach so rum? Es gibt ja viele Skulpturen, die irgendwo in den Wäldern rumstehen, keiner guckt hin. Da war zwar einer kreativ, aber die Frage ist, ist in dem Geschöpften ein Prinzip drin, was von sich aus zu leben beginnt? Kann der Künstler weggehen, das Kunstwerk bleibt da stehen und die Leute gehen trotzdem hin, obwohl nicht der Bildhauer oder Maler da ist, hey Leute, guck, das ist wichtig, was ich hier gemacht habe. Da muss ich das immer noch benennen, muss es immer erklären. Wenn ich weggehen kann und das erklärt sich durch sich selbst, dann sind wir mitten im H. Wird man im Nachhinein auch von der Tagung spüren, ist was angekommen, was weiter pulsiert in der Welt. Obwohl die Organisatoren nicht mehr dauernd hinterher sind, sondern das löst eine neue Beweglichkeit, Impulsation aus. Also sind wir im H. Machen wir mal zusammenziehen und ausdehnen. Es pulsiert. Das ist das Urprinzip vom Lebendigen überhaupt. Herzschlag, Atmung. Wenn was nicht mehr lebt, pulsiert es nicht mehr. Das ist die Polarität schlechthin des Lebendigen, des Ätherischen. Zusammenziehen und ausdehnen. Verwelken und aufblühen. Nacht und Tag. Schwarz und Weiß. Alle Polaritäten sind in diesem Problemprozess drin. Und das H ist der einzige Laut, der zwei verschiedene Aspekte hat. Zusammenziehen und ausdehnen. Das ist das Spezielle an ihm. Zusammenziehen und ausdehnen. Genau. Und jetzt ist dieses lebende Werk, Kind, was selber atmet, in der Welt. Und das muss ich jetzt zurechtfinden in allem, was das Kind, das Werk umgibt. Und es bekommt seine eigene Bedeutung. Es hat seine Einmaligkeit in sich drin. Man könnte sagen, da kann man mitvollziehen, dass jeder tatsächlich einen Edelstein in sich hat, weil jeder ein Unikat ist. Also dieses Lebende steht in der Familie drin, in der Gesellschaft, in dem eigenen Zusammenhang. Das kann ich selbst sein, dann mache ich das bei mir, zentrieren und das geht bis durch die Gestalt, vor allem bis in die Mitte rein. Oder ich gebe jemandem den Raum, dass er sich darin
zurechtfindet. Ich gebe ihm aus dem Umkreis, ist wie eine Umstülpung, sein eigenes Zentrum, seine Bestimmung. Und das Tolle ist, dieser Punkt, wo das ankommt, ist der Ausgangspunkt, dass da drumherum das neue B beginnt. Das ist die neue Zentrierung. Und dann sind wir nicht nur in einer Reihe, in einer Linie, sondern es ist ein Zyklus, so wie wir es an der Tafel gesehen haben. Es kehrt da zurück, aber nicht an denselben Ausgangspunkt, sondern ein Stückchen höher. Es ist die Spirale, die beginnt. Und da können wir mit dem neuen Zentriertwerden von T eine neue Reihe von Entwicklung angucken. Das kann man von morgens bis abends angucken, Evolutionsreihe. Man kann das über ein ganzes Jahr angucken. Dann ist der Zyklus ein bisschen größer. Man kann die Evolutionsreihe für den ganzen Lebenslauf angucken. Man kann das für eine Beziehung angucken. Also je nachdem, was ich für einen Entwicklungszusammenhang angucke, gibt mir das quasi wie 12 Brillen, um zu erkennen, wo stehe ich denn in der Entwicklung. Und meistens haben wir irgendwo eine Schwäche. Und da klickt es uns raus, ob man eine Freundschaft beginnt und dann geht das irgendwie ein paar Jahre schön. Und auf einmal kommt man in ein Gehege und es platzt. Dann geht man in die nächste Beziehung und komischerweise an einer ähnlichen Stelle platzt es wieder. Und wir kennen das, dass wir die Probleme eigentlich immer mitnehmen. Gucke ich in mich rein, dass ich dieses Problem lösen kann? Oder, ach, das ist schon wieder ein Idiot, der macht da schon wieder nicht mit und der kann das genauso nicht. Ich kann das, aber die nicht. Dann sehen wir wieder an dem Prinzip, immer den anderen an die Nase packen und nicht bei uns selber. Das ist der andere Goldschlüssel. Wir können die Welt nur hier verändern und nicht da. Das wäre mir schon mal ein Riesenanliegen, wenn wir das ein bisschen für uns realisieren. Es ist zwar wahnsinnig schwierig, dass ich das immer zu mir zurücknehme. Wir sind 5 Minuten drüber, aber wir machen das trotzdem noch einmal durch und dann ist Schluss. B. Umhüllen. Zentrieren. In Dialog treten. Aus dem Dialog zu einem Resultat kommen und das erstmal zur Ruhe kommen lassen. Auf dieser Basis bilde ich mich weiter. Neuimpulse. In alle Richtungen, in alle Thematiken. Ich bereichere mich, ich nähre mich. Und das integriere ich in mein Inneres. Wir haben es mit der Verdauung in Beziehung gebracht, mit Feng Shui, mit Wohnung umräumen, neue Ausrichtung in mein Berufsleben, Teig mischen, damit der Prozess neu aufgehen kann. L. Jetzt sind wir auf einem Höhepunkt. Und die meisten Menschen, die beginnen instinktmäßig wieder bei B, bis sie wieder bei L sind. Und es ist eine Entschlussfrage, ob ich sage, da stoße ich durch wie durch ein Nadelöhr. Jetzt übernehme ich von innen die Verantwortung. Was mache ich mit dem Blumenstrauß? Ich wirke damit in die Welt. Es ist nicht was wegschieben. Es ist kein Rot, keine Aggression drin, sondern ich strahle das, was ich mir erarbeitet habe, nach außen. Wieder diejenigen, die leicht angreifbar sind, hier über Kreuz bleiben. Wenn einem das nichts macht, die Sicherheit hat, könnt ihr das richtig öffnen. Die Figur von Steiner, die ist sogar so. Oben und unten, Himmel und Erde in Beziehung bringen. Und hier ist man total nackt zwischendrin. Aber ich halte es von innen. Ich gehe durch diese Membran durch, durch diese eigene Schutzwand und hole mir Inspiration. Und die lasse ich bis in mich rein. Nicht, wie wir es in der Schule oft sehen, so ein Fächeln. Das ist okay, ist aber nur dieses Türkis vom Schleier. Es ist dunkelviolett im Willen. Stofflichkeit bis in meinen Willen reinlassen. Und durch dieses in mich reinlassen bin ich vorbereitet für eine genialere Idee, das F. In mich rein, jetzt weiß ich, was ich will. Und damit gestalte ich, kreiere ich. Und mache vielleicht was, was die Leute noch nicht so kennen. Vorstellen von einer Evolutionsreihe zum Beispiel.
es gucken, ob es real ist, ob es funktioniert, ob es ohne mich in den Leuten weiterlebt. Muss ich überlassen, ist ein Freiheitslaut, ich muss es abgeben, keine Kontrolle. Und dann gucken, ob das Früchte bringt und jeder sich dadurch selbst innerlich ergreifen kann. Oder das für jemanden machen und dem eine Bestimmung geben. Du bist was ganz Besonderes. Dann sind wir durch den Zyklus durch. Versucht ab und zu einfach diese Prinzipien zu beobachten. Das muss man nicht runterbeten und dran glauben. Das macht alles keinen Sinn. Sondern versuchen, das in sich in Bewegung zu bringen. Dann würde ich sagen, diese 12 sind wie 12 Vitamine für den Lebendigkeitszusammenhang, für den Ätherleib. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Interesse. Danke zu Hause. Applaus